Ja, Herr Karami, sehr geehrter Herr Palm, herzlichen Dank für die Einladung. Ist ja nicht so ganz ungewöhnlich, dass man hier aus Düsseldorf nach Köln eingeladen wird. Es gibt viele Unterschiede. Wir haben im Moment eine komplette Schneedecke. Hier ist das anscheinend das mediterrane Klima wieder anders. Also es war nicht so ganz einfach. Ich habe mich also deshalb Köln langsam genähert, so mit 60 Stundenkilometern. Aber je näher ich kam, umso schneller konnte ich fahren. Ja, mein Thema ist Diabetologie back to the roots. Und ich möchte da Ihnen einen kleinen Überblick geben, was es jetzt aktuelles Neues gibt in der Diabetologie. Und vorneweg bitte möchte ich Ihnen meine Conflicts of Interest zeigen. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich sogar Gutachten für die KV halte. Daran erkennt man Diabetologen neben von allen das Geld. Ich komme aus Düsseldorf. Was ist das für eine Institution? Wir haben ein ambulantes Zentrum und dieses ambulante Zentrum ist quasi das Kernstück eines telemedizinischen Netzwerkes. Wir gehören jetzt nach Köln, wir gehören zur katholischen Kirche, Verbund katholischer Kliniken. Unser oberster Chef ist der Kardinal und wir haben hier verschiedene Krankenhäuser und jedes Krankenhaus hat sich spezialisiert. Hier ist ist die Augenklinik. Wir haben onkologisches Zentrum, Muskuloskelett. Zentrum, Gefäßzentrum und all diese Krankenhäuser sind ineinander vernetzt, sodass wenn einer hier ins Vinzenz kommt, wir feststellen, Tumor fest, dann wird das halt mit dem Marienhospital eng verbunden. Wir in unserem Zentrum haben zusätzlich Check-up-Untersuchungen, weil wenn ein Patient kommt, gerade auch internationale Patienten, und die kommen wegen Diabetes, dann sagen wir immer, wir sind keine Zuckerologen, sondern wir sind Internisten, wir machen kompletten kardiologisch-internistischen Check-up. Das schaffen wir in 2 bis 3 Stunden, sodass wir dann eigentlich wissen, was ist das Problem. Denn Diabetes ist eine Erkrankung, die alle Organe betreffen. Und da reicht es nicht, sich nur den Blutzucker anzuschauen. Die Zahl der Medikamente, die wir haben, die hat sich in den letzten Jahren dramatisch erweitert. Und wenn ich jetzt Ihnen jetzt etwas über GLP-1-Agonisten, über SGLT2-Inhibitoren und DPP-4-Inhibitoren erzähle, dann sind das vielleicht Begriffe, die Sie in Ihrem Bereich, gerade auch in der Augenheilkunde, gar nicht so sehr kennen. Manchmal kennt man das Präparat, was dahinter steckt. Das Besondere ist in der Diabetologie ist, dass wir in den letzten Jahren eine Vielzahl an Endpunktstudien bekommen haben. Denn eines der Präparate, was wir frühzeitig eingesetzt haben nach der Insulintherapie, das waren die Glitazone. Und da stellte sich dann heraus, dass diese Medikamente möglicherweise vermehrt Herzinfarkte auslösen. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo, dass ich immer wieder hier irgendwo gegenschlage. Es gibt so ein komisches Geräusch. Ist das, hören Sie das auch oder höre ich das nur alleine? Nee, Sie hören es nicht, dann machen wir weiter. Also, und das Entscheidende bei diesen Studien war, dass dieses Medikament vermehrt Herzinfarkte möglicherweise auslöst. Und da hat die FDA gesagt, wenn ihr ein neues Medikament auf den Markt bringt, dann müsst ihr uns in einer Endpunktstudie zeigen, wo die beiden Gruppen ähnliche HbA1c-Werte haben, dass das Medikament sicher ist. Und aus diesem Grund haben wir hier eine Vielzahl an Studien mit einer Vielzahl an Patienten, die alle zu dem Punkt, die Fragestellung hatten, wie sicher sind diese Medikamente? Und wir wollen ja nicht nur die Medikamente sicher haben, sondern wir wollen ja auch mit den Medikamenten möglicherweise über die blutzuckersenkende Wirkung Effekte haben. Und deshalb möchte ich mit Ihnen bei den DPP-4-Inhibitoren beginnen. Das sind die Medikamente. Auf dem Markt ist hier das Sitagliptin und das Saxagliptin in Deutschland. Und eine der großen Studien, das war die TECOS-Studie, die ist vor 2 Jahren publiziert worden. Da wurden 14.000 Patienten eingeschlossen. Alle hatten schon bekannte kardiovaskuläre Erkrankungen. Es war hier die Frage der Sicherheit bei kardiovaskulären Erkrankungen. Man hat sie randomisiert, Placebo-Gruppe, Sitagliptin-Gruppe und man hat dann hier die primären Endpunkte, harte Endpunkte gehabt, Herzinfarkt, Schlaganfall, Tod oder durch ein kardiovaskuläres Ereignis. Ziel war es, dass die beiden Gruppen ungefähr den gleichen HbA1c hatten, weil man wollte ja die zusätzlichen möglicherweise negativen Effekte zu analysieren und das Ergebnis war, die Medikamente sind sicher. Aber das Ergebnis war auch nur negativ betrachtet, die waren sicher. Die haben aber keinen zusätzlichen Effekt gebracht. Also wenn ich den Blutzucker senke bei den Patienten mit Typ 2 Diabetes, das sind alles Medikamente nur für die Typ 2 Diabetiker, dann habe ich diese blutzuckersenkende Wirkung, habe die mikrovaskulären Komplikationen, kann ich reduzieren. Ich kann sicherlich die Augenkomplikationen inhibieren, aber ich habe keinen Effekt, keinen zusätzlichen Effekt auf die makrovaskulären Komplikationen. Eine zweite Gruppe, das sind die GLP-1-Agonisten. Das sind Medikamente, die muss man spritzen.
täglich oder einmal die Woche. Und auch hierzu gibt es eine Vielzahl an Studien. Und eine der großen Studien, die im letzten Jahr publiziert wurden, ist die sogenannte LIDAR-Studie. Auch hier sehen Sie wieder 10.000 Patienten. Die Patienten erhielten Placebo oder Liraglutid. Auch hier wieder ein klassischer 3-MACE, drei verschiedene Endpunkte. Kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Myokardinfarkt und der Apoplex. Und hier war das erste Mal, dass wir halt zusätzliche Effekte gesehen haben. Die Patienten hatten eine Reduktion des primären Endpunktes um 13% und der Tod aufgrund eines kardiovaskulären Ereignisses wurde um 22% reduziert. Und wenn wir das mal einfach hier noch die anderen Endpunkte uns anschauen, so sehen wir Gesamtmortalität reduziert, aber kein Reduktion des nicht tödlichen Myokardinfarktes und des nicht tödlichen Apoplexes. Jetzt kann man sagen, naja, vielleicht hat sich das alles nur links verschoben. Große Diskussion, was ist denn hier überhaupt die Wirkung? Aber wir können jetzt sagen, dass wir, und das ist bisher für Insulin nicht nachgewiesen worden. Wenn ich einen Patienten mit Typ 2 Diabetes mit Insulin behandle, habe ich bisher keine Studie, die zeigt, dass ich da dem Patienten irgendetwas an seinen makrovaskulären Komplikationen oder an seiner Lebenserwartung verändere. Und ich komme gleich noch mal ein bisschen kritischer auf das Insulin zurück. Eine zweite Substanz, die man nur einmal die Woche geben muss, Semaglutid, die wird wahrscheinlich, hat jetzt gerade letzte Woche von der FDA die Zulassung bekommen, die wird wahrscheinlich auch in Deutschland eingeführt werden. Auch hier primärer Endpunkt, interessanterweise war hier der kardiovaskuläre Tod nicht reduziert. Exenatid, und jetzt wird es richtig kompliziert, eine andere Substanz, die schon seit Jahren auf dem deutschen Markt ist, die hat gar keine Effekte. Da diskutiert man natürlich, ist das jetzt ein Gruppeneffekt oder ist das ein Substanzeffekt? Und hier müssen wir uns wahrscheinlich darauf reduzieren. Und es gibt ein weiteres Medikament, das Lixinatide, das auch keinen Effekt hatte, sodass man wirklich sagen muss, wenn ich einen GLP-1-Agonist einsetze, dann muss ich mich schon ein bisschen an die Studien halten, weil nicht alle zeigen das Identische. Letzte Gruppe, auf die ich jetzt hier in diesem kurzen Überblick eingehen will, das sind die sogenannten SGLT2-Inhibitoren. Da wird der ein oder andere jetzt völlig abschalten und sagen, was ist denn das? Und deshalb möchte ich Ihnen da einen kurzen Überblick geben, wie die wirken. In der Diabetologie haben wir früher immer gesagt, Zucker im Urin ist schlecht und ab sofort müssen Sie sich daran gewöhnen, dass es heißt, Zucker im Urin ist gut, weil es gibt eine genetische Defizienz bei Personen, die haben die familiäre Glukosurie, die hatten den Vorteil, als es noch die Bundeswehr gab, dass man da, wenn man das hatte, ausgemustert wurde, weil sie Angst hatten, da ist Zucker im Urin und das ist gefährlich. Aber diese Personen haben hier im Bereich der Rückresorption eine Mutation im sogenannten SGLT2-Rezeptor. Der sorgt dafür, dass Glukose zurückresorbiert wird und wenn der blockiert wird oder wenn der genetisch defekt ist, dann kommt es zu einer Ausscheidung von Zucker. Die Personen, die diesen Gendefekt haben, sind phänotypisch völlig gesund. Insofern war das ein gewisser, war etwas Günstiges für die Bundeswehr, gibt es nicht mehr, also hilft uns dieser Defekt auch nicht mehr für unser normales Leben. Die Menschen sind völlig phänotypisch gesund. Wenn wir jetzt nun hier Medikamente einsetzen, dann haben wir Nebenwirkungen, keine erhöhten Harnwegsinfekte, Zucker im Urin führt nicht zu einem erhöhten Harnwegsinfekt, aber zu Genitalinfekten. Wir haben eine verstärkte Diurese, die Patienten haben ein Absinken des Blutzuckers, des Blutdrucks zusätzlich zum Blutzucker und auch in ganz seltenen Fällen, gerade wenn man das bei Personen einsetzt, die zu wenig Insulin haben, können Ketosen auftreten. Und diese Studie war eigentlich die Sensation in der Diabetologie im Jahr 2015, die EMPAREC-Studie. Dieses Medikament war eigentlich nicht geliebt von den Diabetologen. Man hat ja immer im Kopf gehabt, die Zucker im Urin ist gut, ist schlecht. Jetzt war es gut. Und dieses Ergebnis dieser Studie, das war eine Studie, drei Gruppen, 10 Milligramm, 25 Milligramm kardiovaskuläre Ereignisse. Und das Besondere an der Studie war, das waren Patienten, die extrem gut eingestellt waren. Die hatten einen LDL-Cholesterinwert, der war bei 84. Zielwert bei Personen mit Typ 2 Diabetes ist unter 100. Das schafft man kaum in Deutschland. Der Blutdruck war optimal eingestellt. Viele hatten Statine, viele hatten Beta-Blocker. Also alles, was lebensverlängernd ist. Und wird da irgendetwas, so ein bisschen zuckerreduzierendes Medikament, einen Effekt haben? Und hier sieht man die Ergebnisse und das war eigentlich die Sensation. Wir haben eine Reduktion des primären Endpunktes, des kardiovaskulären Endpunktes, der Gesamtmortalität
und einer Reduktion der Herzinsuffizienz, der Hospitalisierung. Und das war natürlich eine sensationelle Studie, die ist zum Teil bestätigt worden durch ein zweites Präparat. Und so muss man sagen, wir haben nun in der Diabetologie Substanzen, dass wir nicht nur den Blutzucker senken, sondern dass wir auch die Prognose des Patienten im Hinblick auf makrovaskuläre Komplikationen, nicht nur auf Mikro, die sind ja durch den Blutzucker eng korreliert, verbessern können. Ich möchte Ihnen hier zum Abschluss noch einen Patienten zeigen. Also ein Patient, der kam zu mir schon einige Jahre her, hatte 5 Jahre Diabetes, 35 Jahre alt, hatte ein HbA1c von 8,2, hatte Metformin, Ramipril, Glimepirid, keine diabetischen Folgeerkrankungen und BMI von 39. So, Blutdruck war auch nicht so ganz gut, also die Ramipril-Medikation hätte wahrscheinlich erhöht werden sollen. Jetzt die Frage, behandeln wir ihn mit dem DPP4, mit GLP-1, fangen wir vielleicht mit der Insulintherapie an, die eigentlich in Deutschland viele wollen, viele Ärzte setzen sie ein. Ich persönlich halte das für eine iatrogene Körperverletzung bei Typ-2-Diabetes oder der SGLT2-Inhibitor. Und was haben wir bei ihm gemacht? Wir haben was ganz anderes gemacht und mein Vortrag heißt ja Back to the Roots. Wir sind hingegangen und haben diesen Patienten mit einem von uns entwickelten Gewichtsabnehmprogramm behandelt. Der Patient hat drastisch Gewicht verloren. Der HbA1c ist von 8,2 auf 7,0 gefallen. Wir haben dann, als er dann ca. 30 Kilo verloren hat, alles Mögliche abgesetzt. Wir haben ihn dann hier nachverfolgt, hatte dann ein HbA1c von 5,5. Wir haben alles abgesetzt und dann haben wir einen Blutzuckerbelastungstest gemacht. Und dieser war normal. Kriterium nüchtern über 126 und nach 2 Stunden über 200, Prädiabetes 2 Stunden unter 140. Also der Patient ist geheilt. Wenn Sie letzte Woche Mittwoch abends vielleicht sich das New England Journal angeguckt haben oder zufällig gestern die Ärztezeitung gelesen haben, da sehen Sie, es gibt so eine Studie, die wir jetzt, die zeige ich Ihnen zum Abschluss, gemacht haben, jetzt gerade ganz aktuell aus England, 46% Remissionsrate. Es ist kein Einzelfall. Back to the roots. Wir müssen einfach an die Ursache gehen. Komplette Remission. Ich habe gestern in der Ärztezeitung auf der zweiten Seite die Möglichkeit gehabt, einen sehr provokanten Gastkommentar zu schreiben. Und ich habe gesagt, wir müssen aufhören mit der 68er-Mentalität, dass jeder in unserem Land seinen Körper zugrunde richten kann. Und wenn er völlig am Boden liegt, dann kommt ja unsere Gesellschaft und hilft ihm mit irgendwelchen Medikamenten. Wir müssen ihnen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und wir hatten Mitte des Jahres eine Publikation, nicht im Lancet, da lagen wir lange, die hatten sich da ein bisschen Probleme gemacht, aber im zweitbesten Journal in der Diabetologie, quasi im Diabetes Care. Wir haben ein telemedizinisches Programm, wir haben eine Firma gegründet, wir haben letzte Woche auch den Next Economy Award erhalten und wir können bundesweit Personen mit Typ 2 Diabetes lebensstilmäßig betreuen. In Düsseldorf, bei unseren Patienten machen wir das selber und wir konnten hier bei Personen, die 11 Jahre den Diabetes hatten, die mehrere Medikamente hatten, konnten wir einen 1% HbA1c-Verlust durch unser Programm in einer multizentrischen Studie in Kontrollgruppe hatten wir keine Veränderung erreichen. Blutdruck wurde besser und auch hier konnten wir wieder die Insulintherapie im Großteil der Patienten absetzen und insofern kann ich nur sagen, back to the roots. Wenn einer sagt, das möchte ich genauer nachlesen, bin vielleicht selber betroffen, wir haben dazu auch ein Buch geschrieben, das ist im Trias Verlag erschienen, die Conflicts of Interest von mir sind, dass ich pro Buch, was verkauft wird, 75 Cent bekomme, also das lässt sich gut regeln und falls einer sagt, ich habe einen Patienten, der 3 Jahre Diabetes hat und ich möchte gerne ihn in eine Remission führen, wir haben eine Registerstudie und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere Patienten darauf hinweist, dann wir wollen die Patienten ähnlich wie in England in die Remission führen, wir wollen erreichen, dass die Patienten wieder zurück in die Gesundheit kommen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, Sie sehen, auch Düsseldorf kann Medizin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war beeindruckend und sehr übersichtlich, das Thema Diabetes Back to the Roots. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Zum Thema Diabetes. Wir sind ja viele Augenärzte hier auch und das Thema beschäftigt uns sehr. Aber es ist ein Beispiel dafür, wir
einerseits die Therapie differenzierter und intelligenter wird, wenn ich das so zum Ausdruck bringen darf, intelligenter daher, weil sie gezielter, gerichteter ist, aber gleichzeitig wir nicht aus dem Auge verlassen dürfen, dass wir als Ärzte ganz, ganz viel auch mit der Prophylaxe zu tun haben, wenn Patienten zu uns kommen. Prophylaxe heißt in dem Falle auch eben Lebensberatung und Orientierung dem Patienten geben, Ermahnung dem Patienten geben, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der medizinischen Therapie, den man nicht unterschätzen darf. Das haben wir gesehen. Und ich habe damals auch in Moskau gesehen, dieser Beitrag zum Thema Telemedizin, wie sie von Düsseldorf aus Patienten in der Ukraine, in Russland, in den arabischen Ländern insbesondere, wo das Thema Diabetes vollkommen unterbelichtet ist, auch kulturell schon, wie sie dort Patienten telemedizinisch sozusagen helfen, auf die Spur zu kommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und hier ist die Zukunft schon längst Gegenwart geworden. Es ist wirklich fantastisch, was diese Firma macht, dieses Zentrum dort macht. Die sind international vernetzt und da möchte ich Ihnen nochmal persönlich herzlich zu gratulieren. Und vielen Dank, dass Sie heute hier waren, Herr Professor. Gerne.